Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, für den Kater Willi war unsere Vorstellung vorige Woche ein voller Erfolg. Gleich zwei Interessenten gab es für ihn und er wohnt auch schon in seinem neuen Revier. Der freiheitsliebende Willi wird nun hoffentlich glücklich durch die neue Heimat streifen. Unser erster Vermittlungskandidat für heute ist der Jack Russell Mischling Josh, der schon seit August 2018 in der Arche Noah wohnt. Aus persönlichen Gründen seiner Besitzer lebte Josh bis jetzt als Pensionshund in der Arche Noah. Leider können sie sich auch in Zukunft nicht um den Hund kümmern und wünschen sich, dass er neue Menschenfreunde findet. Der Mischling wurde im August 2010 geboren und befindet sich für seine Größe vielleicht in der Mitte seines Lebens. Josh ist ein sehr freundlicher Hund und könnte gut als Familienhund leben. Ob er auch längere Zeit allein bleibt, ist in der Arche Noah nicht bekannt, aber er liegt meistens ruhig in seinem Zwinger. Wenn Menschen vorbeigehen, bellt er, was allerdings normal für Tierheimbewohner ist. Josh hat sicher auch Eigenschaften des Jack Russell Terriers im Blut, doch allzu wuselig ist er nicht. Beim Fotografieren ging mit ihm sein Jagdfieber durch und er buddelte mit Begeisterung nach Mäuschen. Seine Jack Russell Vorfahren wurden ja auch als Jagdhunde gezüchtet. Doch bei Josh hält sich alles in Grenzen. Er läuft ganz vernünftig an der Leine und möchte den Menschen gefallen. Der kleine Rüde könnte auch gut als Zweithund leben. Wenn eine Kastration nötig würde, weil er eine Hundefreundin bekommen soll, würde die Arche Noah dies noch übernehmen. Zweiter Vermittlungskandidat ist ein schwarz-weißer kastrierter Kater, den Tierfreunde öfters am Herkulesmarkt in Gotha Süd beobachteten. Sie meldeten dies zu seinem Schutz bei der Arche Noah, denn rings um den Einkaufsmarkt herrscht reger Autoverkehr. Mehrmals waren Mitarbeiter des Tierheims dort, konnten den Mieter aber nicht erwischen. Schließlich gelang es doch. Das Katerchen sitzt nun in Quarantäne und wartet auf seine Besitzer. Vielleicht befindet sich sein Zuhause in der Mittelhäusersiedlung oder er ist als blinder Passagier aus einem Auto gesprungen. Im Moment muss er wegen seiner Entzündung in seinem Mäulchen behandelt werden, doch das Essen schmeckt ihm. Der Kater ist sehr zutraulich und menschenbezogen. Tierheimleiterin Katrin Mattes hofft, dass er erkannt und schnell nach Hause geholt wird.